Was passiert, wenn Gentechnikfische in die Umwelt gelangen? Einige Fischarten, wie zum Beispiel Lachse, werden in Aquakultur in Fjorden im Meer gehalten. Die Ökosysteme vor Ort leiden unter der Massentierhaltung, auch wegen den eingesetzten Arzneimitteln. Außerdem entkommen immer wieder Zuchtfische aus den Netzgehegen. Die Probleme könnten sich verschärfen, wenn gentechnisch veränderte Fische eingesetzt werden. Zum Beispiel kann mit der Genschere CRISPR-Cas ein Gen zerschnitten werden, das das Fressverhalten steuert. Das macht die Gentechnikfische viel hungriger als ihre natürlichen Artgenossen. Sie fressen mehr und werden schwerer. Doch welche Folge kann der Einsatz solcher Gentechnikfische für die Ökosysteme haben? Entkommen die Gentechnikfische aus den Gehegen, können sie sich invasiv ausbreiten und durch ihren größeren Appetit anderen Fischen im Ökosystem die Nahrung wegfressen. Außerdem könnten sich die Gentechnikfische mit ihren natürlichen Artgenossen paaren. Deren Nachkommen könnten anfälliger für Krankheiten oder schlechter an die natürliche Umgebung angepasst sein. Das wiederum würde die natürlichen Bestände gefährden.